Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine italienischen Hackbällchen in Tomatensauce vorstellen und die mache ich mal wieder im Ninja Foodimax. Ein wundervolles Gericht. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles, was ich brauche für meine Hackbällchen in Tomatensauce, habe ich schon rausgelegt. Auch hier Rinderhack, Petersilie, Chili-Frischkäse, ein Ei, italienische Kräuter, Panko, Salz und Pfeffer. So viel für die Hackbällchen. Und für die wundervolle Tomatensauce brauchen wir stückige Tomaten, Möhren, Sellerie, Zwiebel, Knoblauch, geräuchertes Paprikapulver, ein bisschen Zucker, Tomatenmark, Chili, nochmal italienische Kräuter, ein bisschen Salz und außerdem Parmesan zum Garnieren, Basilikum und Olivenöl zum Anbraten. Und dann geht's los. Ich beginne hier mit meinen Hackbällchen und das ist ganz traditionell. Ich nehme hier zunächst mein Hackfleisch und dann schlage ich hier mein Ei in das Hackfleisch. Dann gebe ich den Chili-Frischkäse dazu. Ihr könnt auch normalen Frischkäse nehmen, wenn euch das zu scharf ist, aber Chili-Frischkäse passt eigentlich gut. Die Petersilie nicht ganz, nicht alles, ein bisschen nehme ich zum Garnieren noch. Außerdem würze ich mit Pfeffer, mit Salz. Und dann kommt hier außerdem noch Panko dazu. Wenn ihr kein Panko habt, könnt ihr auch normales Paniermehl nehmen. Und schließlich die italienischen Kräuter. Und das war es auch schon an Zutaten für unsere Hackbällchen. Und jetzt heißt es mischen, mischen, mischen. Dann sieht das ungefähr so aus. Und jetzt nehme ich immer einen Eiswürfel, ihr kennt das schon von mir, und portioniere mir die Bällchen vor. Bei mir werden das immer 14 Stück hier mit diesem großen Eiswürfel. Und dann rolle ich nachher diese Portion in Kugeln. Und dann haben wir auch die Hackbällchen hier schon vorbereitet. Das geht wirklich gut und dann sehen die auch so aus. Und dann können wir die Hackbällchen erstmal wegstellen. Und machen jetzt weiter mit den Vorbereitungen für die Soße. Zwiebel einfach nur pellen. Und dann in nicht zu kleine Stücke schneiden. Ich mag es immer, wenn man hinterher noch die Zutaten so ein bisschen sieht, also man auch noch was im Mund hat. Deswegen so kleine Würfel müssen das gar nicht sein. Die Größe, die ich hier für mich gewählt habe, finde ich reicht vollkommen. Und wenn wir die Zwiebel geschnitten haben, dann kommt als nächstes die Knoblauchzehe oder die Knoblauchzehen einmal draufhauen und dann abpellen. Und ich habe jetzt die Knoblauchzehen hier gehackt. Ihr könnt auch eine Knoblauchpresse nehmen, wenn ihr das lieber mögt. Wenn ihr nicht solche Stücke im Mund mögt, dann ist eine Knoblauchpresse völlig in Ordnung. Der Geschmack ist auch ein bisschen intensiver mit einer Knoblauchpresse. Und nach Vorbereitung der Knoblauch geht es weiter mit der Möhre. Vorsichtig bei runden Gegenständen, schneidet euch nicht, macht euch im Zweifel eine Basis, wo ihr es drauflegen könnt und schneidet dann. Ich schneide jetzt hier erst eine Hälfte und dann Streifen und dann halbiere ich die Streifen nochmal und mache daraus dann kleine Würfel. Auch nicht kleiner als so, weil ich auch die noch hinterher sehen möchte. Ja, als letztes hier Sellerie, ist meistens so ein bisschen gammelig von außen. Da entferne ich mal die braunen Stellen hier ganz großzügig und wenn ich das gemacht habe, schneide ich den Sellerie in Scheiben, dann in Streifen und dann machen wir aus den Streifen hier kleine Würfel. Und wenn wir das gemacht haben, wenn die Selleriewürfel fertig sind, dann haben wir alle Vorbereitungen abgeschlossen und dann gehen wir an die Maschine und jetzt heute zeige ich euch mal, wie man mit dem Foodimax zwar zweistöckig hier arbeiten kann. Der hat ja so einen Grilleinsatz. Ich blende euch das mal oben rechts gleich ein. Das habe ich euch schon mal gezeigt beim Unboxing. Die kann man so zusammensetzen, diese beiden Teile. Und dann hat man zwei Ebenen und kann so die Höhe des Topfes vollständig ausnutzen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ich hätte meine 14 Bällchen gequetscht, wahrscheinlich auch alle auf ein Gitter gekriegt. Aber das fand ich nicht so gut. Und ich wollte euch mal zeigen, wie das geht mit den zwei Ebenen. Ich nehme also erst die erste Ebene, klappe die Griffe nach außen und habe den oberen Teil abgenommen. Und jetzt kriege ich genau 7 Bällchen hier drauf. Und das funktioniert ganz gut. Und wenn ich meine untere Ebene bestückt habe, dann klappe ich die Griffe wieder nach oben von dem Dünsteinsatz hier und stecke jetzt die obere Ebene wieder auf. Das zweite Teil. Und dann kann ich jetzt auch oben den oberen Teil mit den restlichen Bällchen noch bestücken. Also nochmal 7 Bällchen, die ich jetzt hier oben auf den oberen Teil lege. Und dann sind wir auch fertig mit der Vorbereitung, wenn wir unsere Hackbällchen hier alle positioniert haben. Und dann können wir in die Maschine gehen. Der Foodimax muss nicht vorgeheizt werden. Ihr könnt also den Gitterrost hier
mit den Hackbällchen einfach so reinstellen in die kalte Maschine, das ist kein Problem. Und dann schließen wir hier den Deckel vom Foodimax und stellen die Maschine jetzt ein. Und ich mache sie erstmal an. Und bei mir ist die Maschine meistens schon vorher auf Airfry. Also wir wollen Airfryen, das heißt Heißluftfritteuse. Ihr seht hier, Airfry ist wichtig. 200 Grad, 20 Minuten und mehr müssen wir gar nicht tun. Und dann lassen wir die Maschine mal arbeiten. Nach 10 Minuten gucken wir mal das erste Mal rein. Ja, 10 Minuten sind um und ihr seht, die Bällchen sehen schon gar nicht schlecht aus, aber sie sind noch nicht fertig. Wenn ihr mit dem Thermometer messt, dann haben sie erst so 40 Grad, 50 Grad, das ist ein bisschen wenig. Also lasst sie ruhig noch drin, vielleicht nicht nochmal 10 Minuten, 5 oder 6 hätten auch gereicht. Ich habe hier 20 Minuten gemacht und nach 20 Minuten sehen meine Bällchen dann so aus. Das sieht schon sehr lecker aus, denke ich. Temperatur ist jetzt in so 80, 85 Grad, das ist genau richtig. Und dann sind wir mit dem Bällchen auch fertig und können die Hackbällchen erstmal wegstellen, machen den Topf kurz sauber und weiter geht's am Topf. Jetzt machen wir die Soße. Und für die Soße stellen wir unseren Foodimax wieder an. Und jetzt brauchen wir nicht Airfryen, sondern jetzt brauchen wir Anbraten. Anbraten hier auf der Maschine heißt Sear Sauté, das seht ihr hier rechts. Und da geht ihr jetzt mit diesem Wahlknopf, mit dem Auswahlknopf einfach rüber, bis ihr bei Sear Sauté seid, ne, ganz oben hier. Und dann stellen wir maximale Temperatur ein, das ist 5 und die lassen wir auch so, also 5 und heizen jetzt erstmal den Topf an. Ja, wenn der Topf 2, 3, 4 Minuten angeheizt ist, dann gebe ich jetzt als nächstes mein Olivenöl in den Topf. Und wenn das Olivenöl ordentlich erhitzt ist, denkt dran, nicht so lange, es darf nicht rauchen auf keinen Fall, also Olivenöl nicht so hoch erhitzen. Dann gebe ich hier meine Zwiebeln dazu und lasse die so ein bisschen anbraten und kurz danach gebe ich dann auch gleich mein Knoblauch mit hinein in den Topf und dann brate ich auch das mit an und das brate ich so lange an, bis das Knoblauch anfängt Aroma zu entwickeln. Ihr riecht das, das riecht man tatsächlich nicht so lange, denn Knoblauch wird schnell dunkel oder schwarz, also dann danach gleich Sellerie und nach dem Sellerie die Möhre. Und da haben wir auch erstmal jetzt für den ersten Schritt alles drin. Ja, schön rühren, das wollen wir jetzt ein bisschen anbraten, das soll ein bisschen Aroma entwickeln. Ja, ich habe jetzt hier alles gut gemischt und dann schließe ich auch meinen Foodimax hier einmal Deckel runter. Ihr könnt noch einen Schluck Wasser zugeben. Ich habe jetzt hier 5 Minuten gemacht, volle Pulle, also auf der höchsten Stufe. Und das war so ein bisschen viel schon. Ihr seht, meine Zwiebeln haben sich ja schon fast verabschiedet. Die werden so ein bisschen schwarz schon. Das war so ein Hauch zu viel vielleicht. War aber nicht bitter, war kein Problem. Also hat noch Geschmack gegeben. Das war noch in Ordnung. Und jetzt gebe ich hier meinen Tomatenmark dazu und dünste das Tomatenmark nochmal mit Zwiebel, Sellerie und Knoblauch hier an. Und den Möhren, 2-3 Minuten, länger brauchen wir dafür auch nicht. Und dann gebe ich die stückigen Tomaten dazu und mische das Ganze noch mal kurz. Und jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen, Tomatenmasse brennt wieder schnell an. Also am besten schon mal die Temperatur ein bisschen runterstellen. So hohe Hitze brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, denn jetzt kommen noch ein paar Gewürze dazu. Jetzt kommt hier Zucker dazu gegen die Säure der Tomaten, Paprikapulver. Außerdem bei mir Chiliflocken, so ein bisschen für den Kick. Wenn es ihr nicht mögt, lasst ihr es weg. Italienische Kräuter und auf jeden Fall nochmal Salz, weil die Tomatenmasse bisher nur ganz, ganz wenig gesalzen ist. Ich nehme immer ungewürzte. So, das Ganze nochmal rühren jetzt. Ne? Schön rühren, damit sich die Gewürze hier auch nochmal gut in der Soße verteilen. Und dann mache ich nochmal den Deckel zu. Wie gesagt, 5 Minuten habe ich nochmal gemacht. Temperatur auf jeden Fall runterstellen. Also köcheln, Stufe 4 reicht wahrscheinlich, Stufe 3. Ihr seht, das sieht schon sehr lecker aus. Es riecht auch sehr lecker, jetzt schon sehr italienisch, sehr tomatig. Also wirklich eine schöne Soße. Und jetzt gebe ich einfach nur meine Hackbällchen wieder zurück, denn wir sind jetzt fast fertig. Und die Hackbällchen, die müssen jetzt nur noch erhitzt werden. Mehr muss ja nicht passieren. Also die Hackbällchen erhitzen, hier einen Deckel nochmal schließen. Temperatur könnt ihr eigentlich ganz runternehmen, könnt ihr ausstellen. Und da können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Ja, meine Hackbällchen in Tomatensauce in Linea Foodimax haben wundervoll geklappt. Sie haben eine ganz tolle Konsistenz. Durch den Frischkäse sind sie auch innen etwas weich, nicht trocken geworden. Durch die Gewürze haben sie ein sehr angenehmes Aroma. Sie sind nicht scharf, sondern wirklich toll und schmecken sehr, sehr italienisch.
Also zusammen in der Kombination mit der Tomatensoße, die ich jetzt nur noch mit so ein bisschen Parmesan garniert habe, ganz wunderbar. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.